Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Wir spielen heute auf Osteuropa Vorherrschaft. Lange nicht mehr gespielt und vor allem auf 5-3 nicht gespielt. In Low Tier, würde ich mal sagen. Mir ist immer noch ein Rätsel, warum viele Leute einfach nicht auf der anderen Flussseite mal ein bisschen kämpfen. Aber na gut, die Map hört ja auf am Fluss, ne? Also von daher. Egal. Ich würde mal sagen, starten wir doch gleich mal mit dem Nashorn rein. Sollte eigentlich gut sein. Mein Plan ist es auf jeden Fall, auf der anderen Flussseite mal so ein bisschen zu gucken, dass wir da mal ein bisschen was reißen. Aber gut. Ich hoffe, dass wir das auch tun und nicht gleich beim ersten Mal wieder rausgenommen werden. Okay, gut, das Nashorn, das ist eigentlich relativ, was heißt gut geschützt, aber naja, gut. Man kann es nicht unbedingt mit einmal, doch, man kann es mit einmal rausnehmen, wenn man Sprengmunition nimmt, aber wer hat schon gleich Sprengmunition geladen? Aber gut. Fahren wir gleich mal hier über die Brücke. Oh, ist das ein damaliges Ding. Ich brauchte echt dringend den neuen Motor. Und ein neues Getriebe. So. Komm, jetzt fahr. Oh, kann ich. Oh, ich wollte gerade schon sagen, kann ich nicht mal einen Betonpfeiler umfahren, ey, Mann. Oh, da hat es wohl schon jemanden erwischt, der da unten ins Wasser gefallen ist. Ja. Naja, nicht so schlimm. Finde das Nassen irgendwie sehr cool. Leicht gepanzert. Kann Vor- und Nachteile haben. Aber mit einer 8 ausgestattet. Sehr, sehr schlagkräftig ist, muss ich sagen. So, jetzt darf hier bloß nichts um die Ecke kommen. So. Na, kommt da hinten was oder täusche ich mich da? Nee, hinten kommt nichts. Okay. Okay. Dann können wir uns ja gleich mal nach vorne links, rechts reinschlagen. Dann schauen wir mal, was wir so erreichen können. Mal abchecken, ob da noch wirklich keiner kommt. Okay. Kommt nichts. Sehr schön. Dann schlagen wir uns hier gleich mal rein. Ja, komm. Jetzt gib Gas mal. Komm rüber. Oh, Gott sei Dank. Mann. Wir müssen da echt mal ein bisschen Motor einbauen. So. Jetzt haben wir schon mal hier hoffentlich eine gute Schussposition. Na, okay, ist keiner. Aber da hinten sehe ich was. Ne, da hinten sehe ich nichts. Aber da hinten, da hinten steht ein Kollege von ihm. Ach, come on. Einfach abgeprallt. Na komm. Komm. Nein. Oh nein. Ah. Mist. Pass auf, jetzt zerschießt du mir gleich die Kette. Ja, oder der killt mich. Okay. Ach, Mann. Gut. Gehen wir mit dem Tiger mal rein. Das sind doch ein bisschen mobiler. So. Ach, wieso können sie sich da oben nicht um die Flak kümmern? Nee, Leute. Das wird ein bisschen lächerlich. Wenn wir nicht gleich aufpassen, wird A gleich überrumpelt. Ja. Schauen wir mal trotzdem rüber. Ja, die unternehmen massiven Angriff auf A. Wir müssen jetzt schnell rüberfahren. Komm. Okay. Da entsteht keiner. Sehr schön.
So, dann würde ich mal sagen, schlagen wir uns hier gleich mal hinten durchs Gebäude ran. Die Drohne nehme ich da A1 zu nehmen. Stellen wir uns dann nicht mal hier gleich hinter das Gebäude. Und dann schauen wir mal, dass wir das vielleicht carryen können. Dass sie versuchen, A1 zu nehmen. So. Hinten kommt keiner. Sehr schön. Gucken wir mal, was wir für einen guten Schusswinkel hier haben. Oh, wunderbar. Guckt euch das an. Ach, come on. Was war das denn? Ah. Drecksack. Ach, da hinten steht er. Okay. Dich nehme ich mir jetzt gleich mal vor. So, tschüss. Mann. Ach, guck mal, da sind jetzt sogar zwei. Einer wurde ausgenommen. Sehr schön. Nehme mir gleich mal den Panzer hier vor. Come on, lad nach. Bleib stehen. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Danke. Wunderbar. So. Ach, da hinten steht noch einer. Guck an. Leute. Das ist doch hier gerade ein Geschenk irgendwie. Komm. Jawohl. So geht das. So, jetzt noch einer, bitte. Aber noch nicht. Gleich erst, ne, bitte. Einer bitte auf dem Fließband serviert. Okay, doch nicht. Gut, dann können wir ja wohl eine Gegenoffensive ausführen, was? Erstmal gucken wir, dass wir hier... Ah, ne, müssen wir in den Punkt ja wieder reinfahren. Um ein Besatzungsmitglied auszutauschen. Mist. Und dann würde ich mal sagen, schließen wir uns nicht der direkten Offensive an, sondern geben so ein bisschen Flankenschutz. Und versuchen dann vielleicht in B unseren Crew ein bisschen aufzustocken. Ich kenne da vielleicht einen guten Spot. Ja, kommt da hinten was? Nee. Ja, nur ein Flugzeug, okay. Dann los. Ja, aber ich kenne da, glaube ich, einen guten Spot, wo man relativ geschützt ist. Allerdings ist da ein bisschen, glaube ich, die Brücke im Weg, was dann Ziele hinter der Brücke angeht. Aber gut, werde ich dann gleich sehen. So, einmal hier drüber. Wunderbar, das geht doch recht easy. So. Na. Gucken wir mal. Okay, da ist alles frei. Na. Oh oh, da kriegt unser Teammate gerade ein bisschen Ärger. So, Amerikaner, dich nehmen wir raus. Zack, Tschüssikowski. Mann, Mann, Mann. Mit diesen nervigen Amerikaner. Ohne zu verfehlen. Boah. Vier Schüsse, vier Kills bis jetzt. Nicht schlecht. So, jetzt halt versuchen wir hier mal unsere Offensive zu unterstützen. Von der Seite. Ah. Ja, sag ich doch, die Brücke ist so ein bisschen im Weg. Aber ansonsten kann man hier ganz gut zielen. So, auch unser Teammate ist da hinten. Okay, der repariert sich wahrscheinlich. Aber in dem tun wir. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht können wir es ja schaffen, dass wir doch noch gewinnen irgendwie. Ich glaube, uns fehlen die Ressourcen so ein bisschen. Yep. Da und da ist unser Teammate draufgegangen. So, wo kam denn der Schuss? Mal. Nee, da ist keiner. Doch, dahinter steht einer. Guck mal an. Ah, nein, ich komme mit der Kanone nicht weit runter. Ich muss hier aus der Deckung raus. Komm. Ah, nein. Verdammt. Schnell weg. Sieht er mich überhaupt? Ah, nein, der andere hat mich gesehen. Verdammt.
Na. Okay. Schade. Ja, mal gut. Vier Kills mit dem Tiger. Aber ich glaube, ja, vielleicht mit der Junkers können wir vielleicht doch die beiden irgendwie erwischen. Ah, da müssen die anderen die Ziele markieren, damit ich da überhaupt was sehe. Schade, dass es nicht mit euch ist, Leute. Weil ihr würdet, glaube ich, fleißig die Ziele markieren. Ah, guck mal an, machen sie doch. Ja, gut, wenn sie die auch noch markieren, wenn ich denn da gleich angeflogen komme. Damit ich sie gleich mal ausschalten kann. Na los. Komm aus der Hufe. Na, guck mal, sie markieren fleißig, das ist doch gut. Hauptsache, sie sind auch gleich markiert noch. Wenn ich da gleich ankomme. Na, kommt Leute. Lasst mich jetzt nicht in den Stich. Okay, da hinten die Flugabwehr, die kann der Jäger angehen. Kommt Leute, markiert was. Ja, das nützt mir nichts da hinten. Doch, da hinten habe ich was gesehen. Ah, nein, ich komme da nicht rum. Nein! Okay, da habe ich was gesehen. Autsch. Okay, was? Treffer nur? Also irgendwie. Na gut. Oh, scheiße, jetzt kommen wir ganz schön nah an die Flugabwehr ran. Die müssen wir wohl ausschalten. Autsch, 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 autsch. Okay. Vergessen wir das. Gut, dann mit dem Panther D da rein. Na los. Ach so, naja, wieder doppelt gedrückt. Ich hasse es. Ah, Mist. Na gut, wir sind jetzt nicht unbedingt super dabei, aber naja, komm. Ja, schade. 1, 2, 3, 4, 5. 5, da sind wir. Okay. Ja, schade. Aber immerhin 4 Kills, 3 Verluste gemacht. Das mit dem Tiger war schon nicht schlecht, dass wir da verteidigt haben, erfolgreich. Würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Schönen Montag euch. Ciao, ciao.